Guten Tag, mein Name ist Arnulf Koch. Das ist Teil 3 von 3 meiner kurzen Videoserie Warum steigen oder fallen Aktien? In den Teil 1 und 2 habe ich die Faktoren analysiert, was eine Kursveränderung auslöst. Warum steigt jetzt ein Aktien von einer Woche oder einem Jahr auf die andere oder warum fällt sie gerade? Im Teil 1 habe ich mir die inneren Faktoren aus den Unternehmen oder aus den Aktien angeschaut. Im Teil 2 habe ich mir äußere Faktoren wie Inflation oder Zinssatz oder Trends, Angst, Gier, Ähnliches angeschaut. Und jetzt schon möchte ich noch einmal ein paar Aspekte über den inneren Wert von Anlageklassen überhaupt sprechen. Passt jetzt nicht 100% in die Serie rein, aber ist immer beim Betrachten, beim Investieren doch gehört genauso dazu, wie man sich fragt, okay, sprechen gerade die Faktoren für oder gegen Kurssteigerungen, dass man auch nicht mehr Gedanken macht, in was man denn überhaupt investiert. Dann steigen wir rein. Das Dokument, wie hier die Punkte aus Video 1, aus Video 2 und jetzt hier aus Video 3, das ist auch unter dem Video verlinkt. Und genau. Während ich mich sonst jetzt eigentlich über Aktien primär beschäftigt habe oder im Video 2 mit äußeren Faktoren auch einiges anhand von Immobilien erklärt habe, möchte ich jetzt mal beleuchten, was ist denn eigentlich so Unterschiede zwischen solchen Anlageklassen? Und da habe ich mal ein paar mit hergenommen. Das eine ist erstmal Sachen, die einen direkten inneren Wert haben, wie zum Beispiel Dividendenaktien. Das sind also Aktien, die ihren Gewinn zu einem großen Teil ausschütten an die Anteilseigner. Ist sehr identisch zu Immobilien, nur dass halt keine Aktien sind, sondern halt andere Güter. Es kann aber auch andere verpachtete Sachen, kann auch ein Acker sein, der ein Landwirt verpachtet ist. Es kann ein Auto sein, das ich an jemanden vermietet habe. Das kann ein Computer sein, der vermietet ist an jemand anderen oder sowas. Also ich kann einfach Güter vermieten und das macht zu Unternehmen oder anderen Sachen, die keine Sachen ausschütten, hat einfach den Unterschied, dass sich quasi tatsächlich Geldflüsse, Cashflows neudeutsch, aus diesen Investments generiere. Hinten sind jetzt Sachen, die keine Cashflows generieren, die aber auch trotzdem einen, sage ich mal, indirekten inneren Wert haben, der da, oder ich komme dazu, was die Unterschiede sind, aber Aktien, die einfach Gewinne machen und wenn die natürlich die Gewinne nicht ausschütten, steigt das Eigenkapital und dann ist wirklich das Eigenkapital, der Buchwert der Aktie ist ja das, was wirklich vorhanden ist, wenn ich die liquidiere und das wird dann auch mehr und danach habe ich Sachen, wo der innere Wert nicht unbedingt mehr wird. Das eine ist erstmal, wenn ich Wachstumsunternehmen habe, wo ich sage, die wachsen gerade, machen noch keine Gewinne, werden in Zukunft mal Gewinne machen, aber jetzt erstmal verbrennen sie Geld, machen Verluste. Hier, sage ich mal, steigt das Buchwert nicht, sondern er wird geringer, der Buchwert, und man hofft darauf, dass er später irgendwann groß wird. Eine nächste Anlageklasse ist, ich nenne es mal Verbrauchsmaterial, müsste man jetzt weiter unterklassifizieren, aber die haben auch schon ähnliche Sachen, dass man jetzt sowas wie meinetwegen Getreide und Öl miteinander vergleichen kann. Auch nicht Getreide und Öl sowieso, weil das brauche ich jeden Tag zum Auto zu fahren und zu essen und zu verhungern. Aber jetzt Gold ist jetzt so nicht ganz klassisches Verbrauchsmaterial, aber tatsächlich jedes technische Gerät, Gold hat wunderbare Eigenschaften, es leitet Elektrizität, es oxidiert nicht. Eine beste Eigenschaft, glaube ich, wohl auch für Zahnfüllungen. Es ist also schon auch eine Nachfrage tatsächlich für Gold als Industriematerial. Deswegen habe ich es mit aufgenommen und es verhält sich da dadurch da sehr ähnlich. Gilt natürlich für alle Rohstoffe, jetzt das neue ist Lithium, aber Kupfer und da so viele Teilmärkte, wo man reingehen kann. In dem Moment, wo ich einen Verbrauch habe, ist ein Markt da und dann habe ich natürlich Preisschwankungen in diesem Markt. Ich kann da rein investieren, dass ich mir meinetwegen Gold kaufe und dann wird Gold später mehr oder weniger Geld, wenn es wert, wenn es mehr Wert geworden ist, kann ich es verkaufen, habe eine Rendite gemacht oder ich kann mir theoretisch einen Öltanker Füllung kaufen, lasse die ein Jahr oder zwei auf den Weltmeeren in irgendeinem Hafen stehen, danach verkaufe ich das, brauche ich natürlich ein bisschen mehr Kapital, aber dann ist das gleiche Prinzip, vor 2 Jahren war mal kurz beim Corona-Crash, hatte Öl einen negativen Preis, da hätte ich mir den Tanker kostenlos auffüllen können, weil es keine Lagerkapazitäten gab und wer jetzt Heizöl kaufen will und ich hätte da einen kostenlos aufgefüllten Öltanker 2 Jahre aufgehoben, hätte ich riesen Gewinn gemacht und jetzt kann ich natürlich die Verbrauchsmaterialien oder die Rohstoffe über verbriefte Anlagen machen, also sowohl über ETFs oder über Futures oder ähnliches, kann ich natürlich dann in kleinen Stückelungen machen, weil die haben natürlich den Nachteil, dass die sehr, sehr viel Platz belegen.
Das nächste Thema ist einfach mal ein knappes Gut mit einem Gebrauchswert. Also ich kann eine Uhr kaufen, um mir die Uhrzeit abzulesen, aber ich habe auch Wertsteigerungen drin oder ich kann ein Lego-Set kaufen, um mit zu spielen, aber ich kann es mir auch eingepackt lassen und als Original verpackt ein paar Jahre später verkaufen. Dann hat das sehr oft eine Wertsteigerung oder ich kann ein Gemälde von einem Maler kaufen, mir an die Wand hängen und jeden Tag mich daran erfreuen und dann aber später verkaufen und es kann eine Wertsteigerung haben. Also das sind einfach so die einen Gebrauchswert haben, um es nochmal zu trennen von einem knappen Gut, das keinen Gebrauchswert hat. Also da ist vor allen Dingen, ich nenne es mal quasi zufällige Zeichenkombinationen oder die nicht stark von einem Rauschen zu unterscheiden sind. Also Bitcoins, Kryptowährungen und das, was alles darunter fällt. Und das kann man einfach mal sich jetzt betrachten, wo sich diese Investments voneinander unterscheiden und dass man mal ein bisschen Gefühl hat, wie unterschiedlich diese Investmentarten sind. Ich möchte jetzt nicht, auch wenn ich gar nichts von Kryptowährungen halte und das für ein Riesenbetrug und Schneeballsystem in der großen Dimension subjektiv halte, aber möchte nicht absprechen, dass es natürlich Knappheit ist und ich kann in knappen Sachen Vermögen anlegen, solange es halt akzeptiert wird. Bitcoin ist es, glaube ich, 10, 12, 13 Jahre oder sowas akzeptiert. Gold halt schon, ich weiß nicht, seit 3000 Jahren oder sowas konnte man damit bezahlen. Also das sind einfach Sachen, muss ich herausstellen, ob das dann wirklich jetzt mal ein paar Generationen überlebt. Und wenn es das tut, dann nehme ich gerne alles zurück. Bis dahin würde ich eher empfehlen, einen Finger davon zu lassen. Aber neue Sachen, sage ich mal, den frühen Vögel, die, sage ich mal, denen gehört der Wurm. Gut, gehen wir rein. Eine Unterscheidungskraft, wie man jetzt Investments quasi klassifizieren kann, ist, ob es an sich durch die reine Existenz quasi erstmal Gewinne erwirtschaftet. Und dann habe ich, wenn ich ein Unternehmen habe, eine Immobilie habe, die vermietet ist oder die sonstige Gewinne macht, die in das Produkt reingehen, dann habe ich das bei den ersten drei Klassen. Und hinten, dadurch, dass ich irgendwo Öl liegen habe oder Gold liegen habe, wird das nicht mehr Gold oder wird das nicht mehr Öl oder werden die Bitcoins nicht mehr Bitcoins. Ich kann es aber mit Lending oder sowas daraus Geschäfte machen, aber wer es bei Celsius gemacht hat, hat es jetzt wahrscheinlich sogar verloren. Also das ist die Sache. Also aber in sich von sich ist ein Bitcoin, hat aber nur die Zahlenkombination, die verändert sich nicht, wenn sie in meiner Wallet liegt. Genauso wie das Lego-Set sich halt auch nicht verändert, wenn ich zwei Lego-Sets draus. Wenn ein Unternehmen, auch wenn es nichts ausschüttet oder sowas, immer mehr wächst und kann sich vielleicht aufspalten oder es wird halt einfach ein großes Unternehmen von einem kleinen Betrieb auf einem auch ein Weltkonzern. Also sowas geht von alleine aus. Also das ist erstmal eine ganz elementare Unterscheidung, ob das Unternehmen quasi oder ob das Gut, in was ich investiere, von Haus aus sich vermehrt. Und hier, wenn es das tut, dann muss ich nicht so aktiv werden wie hier. Und vor allen Dingen hier kann ich so etwas einfach auf Ewigkeiten behalten. Und unten, wenn wir uns anschauen, hier brauche ich einen anderen Partner, um überhaupt Gewinne zu machen. Kann es sich alleine bezahlt machen ohne Verkaufen? Also kann ich davon leben und es dann später vererben und muss es nie an den Markt bringen? Das ist natürlich, wenn ein Unternehmen immer alles oder ein ETF zum Beispiel, der thesauriert und nicht ausschüttet, sondern es immer wieder neu anlegt in sich, da habe ich keinen Cashflow von. Also man kann auch sagen, generiert das Cashflows direkt, die ich in meinem Geldbeutel spüre. Das ist natürlich dann nur noch bei ausschüttenden Aktien oder ETFs und bei sowas wie, weiß ich nicht, etwas vermiete. Ich tue einmal Geld investieren und kriege ständig jeden Monat oder jedes Jahr aufs neue Geld zurück. Machen die anderen Sachen hier drinnen nicht. Also gerade wenn ich irgendwas investieren möchte, was dann in mein Lebensalter oder sowas geht und ich dann vielleicht das Stück selber vererben möchte, sind das dann Anlageklassen, die gut sind. Ein nächster Punkt, den man betrachten muss, sind erstmal Lagerkosten. Also wenn ich immer schaue, ich kaufe jetzt Lego-Sets, dann kann ich das ein bisschen machen, dass ich mir mal ein Regal damit voll mache, aber wie viel Geld kriege ich da unter? Vielleicht 1000 Euro oder irgendwie sowas. Wenn ich jetzt wirklich mal 100.000 Euro in irgendeine Anlageklasse reinbringen möchte, dann tue ich mich schon schwer, das mit Lego-Sets zu machen, weil dann brauche ich schon eine Lagerhalle, dann muss ich schauen, dass die trocken ist, dass mir da keiner einbricht, dass da keine Sonne reinstrahlt und das irgendwas ausbleicht oder sowas. Also dann habe ich auf einmal schon ein paar problematische Sachen. Dann so wie Versicherungen oder sowas ist natürlich eine Geschichte. Genauso in Immobilie auf einmal, die unterscheidet sich massiv von einer Dividendenaktie, die liegt im Depot. Das kostet mich bei den meisten Brokern nichts, aber bei FlatEx 0,1% pro Jahr, was zu vernachlässigen ist. Aber wenn ich eine Immobilie habe, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, leider hat immer irgendwas kaputt. Du hast ständig Hausmeistereinsatz. Wenn die Mieter sich irgendwas dann da beschweren, muss man sich immer Zeit rein investieren. Ich muss das auch versichern. Also ich habe Kosten, die da einfach drin sind.
Das habe ich bei Verbrauchsmaterial auch enorm, wenn ich das nicht verbrieft mache, sondern wirklich in echten Assets investieren will. Bei Gold, wo bringe ich den hin, dass es vor Einbruch sicher ist? Oder durch ein Bankschließfach kostet mich Geld. Vergrabe ich es im Garten, beobachtet mich der Nachbar, gräbt es aus oder sowas. Also das sind schon problematischen. Und wenn ich Getreide mache, dann brauche ich halt ein ganzes Silo oder ähnliches. Also dann habe ich halt Lagerkosten, wo ich erstmal enorm investieren muss. Also das ist dann oft außerhalb der Bereiche. Und wenn ich es verbrieft habe, habe ich halt einfach das Emittentenrisiko, der kann pleite gehen, passiert regelmäßig, gerade wenn es exotisch wird oder sowas. Genau. Das ist natürlich ein großer Vorteil von Bitcoin. Ich kann mir das Ding, mein Private Key und die Wallet und alles kann ich mir ausdrucken. Dann kann ich alle Software löschen, kann es irgendwo auf in den Safe oder ähnliches reintun oder im Bücherregal verstecken und kann es der nächsten Generation dahinter machen und hat mich auch nichts gekostet. Also das ist tatsächlich hier, nachdem ich sehr wenig Informationen dafür brauche, auch praktisch. Gut, jetzt kommen wir mal weiter. Wertfindung. Findet die Wertfindung statt? Sind jetzt nochmal die nächsten Punkte, die sich daraus ergeben. Kann ich objektiv beurteilen, was so etwas wert ist? Kann ich, sage ich mal, beurteilen, was ist ein Bitcoin wert, was ist eine Dividendenaktie wert? Und der Vor- und Nachteil ist, wenn ich natürlich Gewinne mache, kann ich die miteinander vergleichen. Kann die vergleichen, was bringt mir irgendwie der Gewinn auf dem Bankkonto und kann dadurch bewerten, wie viel ist die Dividendenaktie wert. Ich sage zum Beispiel, Dividendenrendite 4% akzeptiere ich. Das bedeutet ja, wenn eine absolute Zahl ausgeschüttet wird bei 4%, ist der Kurs 25 Mal von der Dividendenausschüttung und das ist der Wert. Eine Immobilie, 4% Mietrendite, 25 Jahreskaltmieten ist der Wert der Immobilie. Und dann kann ich das im Verhältnis zu Festgeldanlagen oder anderes bewerten und kriege sofort einen Wert, der, sage ich mal, sich die gesamte Gesellschaft drauf festlegen kann und kann sagen, okay, ist es vielleicht doppelt oder halb so viel noch wert, aber nicht 10-mal oder 100-mal so viel wert. Tatsächlich bei anderen Sachen tue ich mich da schon ein bisschen schwerer, weil wenn ich erstmal nicht diese Erträge habe mit einem KGV, dann kann ich das auch nicht irgendwas herziehen, was ein Bitcoin wert ist. Am Schluss ist es eine Zeichenfolge, ich weiß nicht, wie viel hat es, 256 Bit oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, das ist eine gewisse Anzahl an Zeichen, die das sind. Was hat das für einen Wert? Kann zwischen 0 und unendlich jeden Wert annehmen, ohne dass mir jemand ein valides Gegenargument bringen kann, außer das Gegenargument vielleicht null. Aber auf jeden Fall, das ist da drin. Genauso, was ist jetzt ein Lego-Set wert oder sowas? Ist einfach das, was der andere dafür bezahlt. Das, was der andere glaubt, was es ihm persönlich wert ist. Das sind diese Sachen hier drin. Bei den Punkten müssen wir noch ein bisschen unterscheiden, mit Unternehmensverlusten machen oder ähnliches. Dividendenrendite, das ist das gleiche wie KGV oder nicht das gleiche, aber das ist der gleiche Ansatz. Also beim KGV sage ich nur, welchen Gewinn macht es. Dann bei der Dividendenrendite oder Miete dann wirklich, also ich habe das gerade ein bisschen zusammengefasst, die zwei Sachen, aber das ist quasi das gleiche. Ich kann das einfach bewerten, was bekomme ich. Und hier noch beim Gewinn tue ich dann einfach virtuell sagen, als würde es ausgeschüttet werden, was der Eigenkapitalzuwachs ist. Dann kann man die Frage umdrehen, ist es analog zu einem Schneeballsystem? Ein Schneeballsystem zeichnet sich dadurch aus, dass ich quasi jemand anderen brauche, der mir mehr dafür gibt, als ich dafür eingesetzt habe. Ich brauche den Creator Fool, heißt es auch, oder gibt beliebig viele Namen dafür, aber ich kann den Gewinn nur machen, indem mir jemand anders glaubt, das ist noch mehr wert, als ich glaube, dass es wert ist und ich es ihm für den höheren Preis verkaufe. Eine Dividendenaktie kann ich einfach 4%, 25 Jahre liegen lassen, ich habe mein Geld zurück und brauche keinen anderen und kann es einfach über Generationen machen, solange das Unternehmen nicht insolvent geht und seine Strategie ändert. Und was ich Allianz oder München nach Rück machen, das schon über Generationen, dieses Geschäftsmodell, das ist zu erwarten, dass sie es nochmal für Generationen machen. Wenn ich jetzt hier ein Bitcoin habe, der kann nur seinen Gewinn machen, indem jemand anders ihn mir abkauft. Und das ist bei vielen Sachen ein Problem. Genauso ein Unternehmen, das Verlust macht, wenn es den Turnaround nicht schafft, also in der Wachstumsphase, hat es ja einfach nur, weil jemand anders glaubt, ah, das wird sich so richtig durchsetzen, eine Wasserstoffaktie oder sowas. Sie machen alle keinen Gewinn, seit Jahrzehnten schon nicht. Und trotzdem kaufen die Leute es wie verrückt, weil sie alle glauben, Wasserstoff wäre die Zukunft. Ich brauche einfach einen größeren Fool, einen größeren Deppen oder sowas, der, sage ich mal, das noch mehr überbewertet, dieses Geschäftsmodell als ich, und dem verkaufe ich die dann später.
Bei Verbrauchsmaterial ist es nicht so, da ist eher Angebot und Nachfrage da. Wenn zum Beispiel mehr oder weniger gleich viel Öl produziert wird, man macht ein bisschen mehr, weniger, es wird gleich viel Gold produziert und jedes Jahr braucht man halt einfach, wir sehen ja, wie schwer es ist, jetzt von Öl loszukommen oder von Gas in unserem Fall, aber für andere Länder, die halt Ölkraftwerke haben, die brauchen dann einfach Öl und da ist der Verbrauch mehr oder weniger konstant. Für Plastik brauche ich es und sowas und genauso Getreide. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Erde und die werden halt im Prinzip, die Grundnahrungsmittel dafür ist Getreide. Und das sind einfach Sachen, wo die Nachfrage mehr oder weniger konstant ist und die wird dann die Preise auch in einem gewissen Bereich bewegen. Mehr als einfach das Einkommen kann ich nicht für ein Lebensmittel ausgeben oder sowas. Also es ist nach oben gedeckt und nach unten aber auch, weil ich werde nicht meinen Lebensmittelkonsum auf null zurückfahren können, sondern ich werde immer meine 2000 Kalorien oder sowas am Tag brauchen. Oder sagen wir mal, vielleicht kann ich auch ein bisschen mehr essen, dann sieht man so aus wie ich, aber ich kann halt einfach nicht 10.000 Kalorien oder sowas essen. Gut, also das ist einfach diese Sachen und da muss man sagen, eindeutig natürlich auch sowas wie Lego, eine Uhr, ein Oldtimer oder sowas. Ich kann mir beim Oldtimer nicht mehr jeden Tag zur Arbeit fahren, zum Beispiel den meisten nicht, sondern halt rosten die mir zusammen oder sowas. Es ist einfach nur noch ein Sammlerstück oder ein Lego-Set oder sowas. In dem Moment, wo ich damit spiele, hat es nicht mehr den Wert für Sammler, ist der Wert weg. Also ich kann einfach nur, brauche ich irgendjemand, der dem einen höheren Wert bemisst. Das sind also wirklich zwei Sachen und das ist das gleiche, wie wenn ich ein Schneeballsystem habe. Wie gesagt, Unternehmen, die Verlust machen, ist so ein Mittelding. Wenn der Turnaround kommt, dann habe ich in anderen Videos ja aufgelistet, jetzt auch schon, dann ist es natürlich eine super Sache. Die meisten schaffen es aber nicht, weil es ist ja, dann rennen ganz viel los am neuen Markt, um der Marktführer zu werden. Und der in der Regel wird dann profitabel und die anderen werden vielleicht, wenn sie Glück haben, aufgekauft oder gehen insolvent. Wie hoch ist der spekulative Anteil bei dem Investment? Ich würde mal sagen, hier ist er überall bei Aktien, Immobilien ungefähr mehr oder weniger ähnlich. Also ich habe einen spekulativen Anteil, das ist einfach nur, weil jemand anders, der Creator Fool ist, der das höher bewertet, dass der für die Kurssteigerung mitverantwortlich ist. Aber nicht so stark wie hier hinten. Aber es ist nicht so, dass natürlich jedes Unternehmen nur aufgrund eines KGVs bewertet wird, sondern viele Anleger haben da vielleicht genauso emotionale Bezüge zu, wie die einen sammeln ein BMW-Auto und die anderen wollen deswegen eine BMW-Aktie kaufen. Also das ist auch ein spekulativer Anteil natürlich dabei, der jetzt nicht nur durch Fundamentalanalyse zu erklären ist. Ich glaube am geringsten, auch wenn es das heißt, es wird so viel mit Lebensmitteln und Öl und anderen Sachen spekuliert, aber die Kursschwankungen wie jetzt einen Bitcoin oder eine Aktie haben die schon nicht. Gerade wenn man sich auch Gold oder sowas anschaut im langfristigen Bereich. Das heißt irgendwie, man kann irgendwie für eine Goldmünze sich schon immer einen guten Anzug kaufen, sei es in der römischen Zeit oder im Mittelalter oder heute. Oder man kann für eine gewisse Anzahl an Goldmünzen sich schon immer ein Haus kaufen, sei es auch wieder im alten Ägypten, in der Römerzeit, im Mittelalter und heute. Also das sind schon Sachen, die einen gewissen Wert zum Einkommen oder sowas darstellen. Also würde ich sagen, nicht so viel Spekulation, aber wie gesagt, subjektiv nur, wie gesagt, das ganze Dokument und die Sache ist, dass man sich selber Gedanken macht, wo ist irgendwann mein Investment einzusortieren und sich halt darüber einfach bewusst wird, dass es unterschiedliche Klassen sind. Okay, ist mangels im Vergleich jeder Preis möglich? Der größte Vorteil natürlich von Bitcoin. Ich habe oben ausgeführt, ich kann es nicht vergleichen. Dadurch kann ich einfach jeden Preis aufrufen und kann es begründen, so wie die Tulpen-Zwiebel-Geschichte sage ich mal, in Holland, wo dann auf einmal nicht nur Jahreseinkommen, sondern Jahrhunderte Einkommen für eine besonders schöne Tulpenzwiebel gezahlt wurden. Und es geht halt dann irgendwann hoch und meistens geht es irgendwo runter. Und das, sage ich mal, habe ich da drin. Ich habe es genauso natürlich mit den Lego-Sets. Da ist jeder Preis nicht möglich, weil zum Beispiel ein Lego-Set irgendwann sagt, Lego, wenn die Leute jetzt auf einmal 500 Euro für ein Set bezahlen, was ich früher für 50 Euro verkauft habe. Ich habe die Formen noch alle, ich habe das ganze Verpackungszeug, dann setze ich die halt mal wieder auf und produziere davon halt mal ein paar Tausend oder Hunderttausend oder Millionen Stück und schmeißt die wieder auf den Markt und meinetwegen nicht mehr für 50 oder für 100 Euro und schon ist der neue Marktpreis für dieses Lego-Set halt 100 Euro. Das ist genauso eine Uhr oder ähnliches. Was dann wirklich knapp ist, ist halt dann ein Gemälde oder sowas oder ein Oldtimer. Also VW wird kein VW Käfer mehr auflegen oder hat es gemacht, aber das ist halt dann kein alter VW Käfer mehr, weil der heute nicht mehr zugelassen wird. Genau, also das ist da drinne.
Hier ist natürlich auch bei diesen Wachstumsunternehmen, die kann nicht, die schütten keine Dividende aus, die haben kein Eigenkapitalwachstum, die haben ja keine Gewinne, die sage ich mal, kann man auch nicht bewerten. Und ich kann immer sagen, ihr schaut euch Amazon an, das ist gleich Strategie wie Amazon. Amazon ist heute Billionen wert, das Unternehmen wird auch mal Billionen wert sein, deswegen ist heute schon mal 500 Milliarden oder 100 Milliarden oder 10 Milliarden wert, obwohl es Verluste macht. Also das ist halt auch einfach willkürlich über mehrere Dimensionen hinweg, also mehrere Faktoren. Also ich meine, so ein Faktor 100 hoch oder runter gehen kann, weil einfach jeder Preis möglich ist. Dann habe ich mir überlegt, wie kriege ich so etwas liquidiert? Auch darüber sollte man sich Gedanken machen. Und zwar, wenn einmal an die Assetklasse geglaubt wird oder an die Assetklasse nicht mehr geglaubt wird. Also wenn ich nicht mehr glaube, dass Immobilien ein guter Investment sind, aber irgendwie werde ich sie trotzdem, ja gut, müssen wir vielleicht mal ein Minus hier noch wegnehmen. Oder zwei Minus wegnehmen. Das ist dann vielleicht ein bisschen anders zu betrachten. Das muss jeder für sich ein bisschen eben überlegen. Aber fangen wir an, wenn ihr an die Asset-Klasse geglaubt wird. Ach ja, das Nein bei Immobilien habe ich gesagt. Es ist natürlich, der Markt ist nicht so richtig liquide. Also ich kann nicht einfach schnell verkaufen. So rum war der Gedankengang in der Vorbereitung. Sondern ich habe einfach Zeitaufwände. Es ist umständlich. Ich muss zum Notar rennen. Ich muss einen Käufer suchen oder sowas. Ich kann nicht einfach in meiner Broker-App sagen, okay, ich verkaufe meine, was ich, Allianz-Aktien, wenn ich da nicht mehr dran glaube. Und hier ist tatsächlich natürlich die Börse, solange die Apps noch funktionieren und irgendjemand meine Allianz-Aktie immer abkaufen, halt vielleicht anstatt für 100 Euro nur für 1 Euro oder sowas, aber ich werde sie loskriegen. Auch das, sage ich mal, ist nicht so schnell bei einer Immobilie möglich. Oder vergesst beispielsweise 101 Euro, aber sagen wir mal, wenn es um die Hälfte runtergeht am Markt, ich möchte jetzt doch einfach schnell loswerden. Also da, wo es auch noch Sinn macht, weil wenn es 99% verloren hat, macht es auch keinen Sinn mehr, das zu verkaufen. Aber letztendlich natürlich Aktien haben eine Liquidität im Markt drin, solange es jetzt nicht, sagen wir, irgendwelche Scams sind oder absolute Microcaps oder sowas, aber normale Aktien schon. Immobilien haben da ein Problem mit liquiden Märkten. Manchmal muss man sehr, sehr lange suchen, bis ich dann meine Preisvorstellung bekomme. Oder wenn ich dann wirklich habe, war ja im Osten im ersten Jahrzehnt nach der Wende, oder ersten 15 Jahren, wo da wirklich sehr wenig Nachfrage da war und erst jetzt zieht die das so richtig an. Also da hat man über Jahre dann vielleicht keinen adäquaten Preis für seine Sachen bekommen. Potenziell zu Unternehmen, die Verluste machen, wenn nicht mehr geglaubt wird, dass das Unternehmen quasi es schafft, wenn man da die Stimmung weg ist, dann ist halt einfach der Markt weg, weil wer kauft dann noch? Und das bedeutet wirklich absolut zusammengebrochene Kurse. In dem Moment natürlich, wo daran geglaubt wird, dass das Unternehmen eine Chance hat, ja klar. Bei Verbrauchsmaterial, sag ich mal, in Industriedimensionen mehr oder weniger ja. In kleinen Anlegerdimensionen war ich neulich auf Facebook, irgendjemand, ein Landwirt hat Dinkel angebaut und der Dinkelmarkt ist für ein Jahr gesättigt. Und jetzt sagen die Leute, ja, ich kaufe es ja halt 10 Kilo ab oder sowas, aber es kriegt halt dann auch nicht los. Also es ist natürlich schwierig hier drin, aber Sachen, die einen natürlichen Bedarf haben, die kriege ich in der Regel auch immer verkauft. Also da wird mir es jemand abnehmen, solange es noch Lagerkapazitäten gibt. Also das ist ein bisschen, sage ich mal, ein paar Minusse, weil das war mit dem Öl, wenn irgendwann die Öltanks alle voll sind. Wo lagere ich das dann? Oder jetzt mit Strom. Wenn ich denn mittags bei Wind und Sonne stets mehr als den Strombedarf produziere und ich kann ihn nirgendwo einspeichern, dann kriege ich das halt auch nicht mehr verkauft. Dann auch wieder ein Oldtimer oder ähnliches, so schnell kriege ich den nicht verkauft. Und ein Lego-Set, da ist doch ein bisschen, sage ich mal, so richtig liquide, ist da der Markt nicht da drinne, muss da handeln. Und gerade natürlich Kryptowährung auch, solange der Mann dran glaubt, wenn nicht, wer kauft einem das dann ab, gerade mit den hohen Transaktionskosten und ähnliches. Das ist dann ein Problem, dass sowas dann auch schnell wertlos werden kann. Und die letzte Eigenschaft, gibt es einen Schutz vor Fehleinschätzung des Marktes, wenn es unter dem Buchwert gehandelt wird. Erstmal hier hinten natürlich, da wo kein Buchwert definiert ist, kann es natürlich auch keine Fehleinschätzung oder keinen Schutz oder ähnliches geben. Das hat ja keinen Buchwert, aber hier vorne ist tatsächlich bei Unternehmen gibt es Schutzmechanismen, dass zum Beispiel ein Hedgefonds oder Private Equity Fonds einsteigt und wenn ein Unternehmen das 1 Million Euro oder 100 Millionen Euro Cash hat und das ganze Eigenkapital nur auf dem Cash ist und es würde nur für 80 Millionen gehandelt,
gehandelt werden, dann würde irgendjemand die für 80 Millionen aufkaufen, das Unternehmen liquidieren und sie 100 Millionen einstecken. Oder wenn halt die nicht direkt auf der Kasse sind, aber in Anlagevermögen, in Immobilien und ähnliches und die sind ein Vielfaches wert als das, was die wert ist, dann kann ich das halt einfach schützen. Also da ist das Eigenkapital, wenn es wirklich vorhanden und werthaltig ist, also richtig bilanziert ist und kein Schmu getrieben ist, dann ist irgendwo das Eigenkapital des Unternehmens die Untergrenze für den Unternehmenswert. Eine Immobilie, wenn mir die keiner kaufen will, ist natürlich dann schon ein bisschen schwieriger. Also wenn der Wert halt in, sag ich mal, ich vielleicht in Ostdeutschland im Jahr 1995 eine richtig hochwertige Immobilie gebaut habe in einer Stadt, die eine Geisterstadt leider geworden ist, da sind ja viele sehr stark geschrumpft, dann nützt es nichts, dann ist halt irgendwie der Wert, der drin steckt, halt trotzdem nur der Marktwert, den es hat. Heißt immer Lage, Lage, Lage. Zukünftige Unternehmen, da ist natürlich, die können ja trotzdem Eigenkapital haben, also vergleichbar, wird natürlich vielleicht mit der Zeit weniger. Das ist, wenn sie Gewinne machen, natürlich, dann habe ich da mehr Zeit zu reagieren, weil manchmal ist natürlich auch die Zeit ein Faktor für Insolvenzen oder ähnliches. Wenn keiner Öl kaufen will, dann gibt es auch niemanden, der mich davor behandelt oder das den Wert da wiederherstellt und natürlich hier hinten die Sachen, die keinen inneren Wert haben, haben das auch nicht. Gut, das war jetzt ein paar Überblick über die verschiedenen Asset-Klassen, die es denn so gibt. Das, auch wenn es vielleicht ein bisschen Bitcoin-Bashing oder sowas war da drin, es soll mehr sein, dass man sich überlegt, dass es da einfach Unterschiede gibt, in was ich rein investiere und dass halt einfach unterschiedliche Risikoprofile, unterschiedliche Liquiditätsprofile des Marktes darunter liegen und halt einfach einige Sachen sich zum Beispiel von alleine bezahlt machen und andere vielleicht nicht. Und dass das Faktoren auch sind, die für Multiples oder für wo ich jetzt rein investiere, eine Relevanz haben. Also wenn jetzt einfach die Börsen crashen und ich sage mir, gut, aber ich bekomme meine 4% Dividende von dem Geld, was drin ist und in spätestens 25 Jahren, egal was passiert ist, hat sich das bezahlt gemacht, währenddessen, wenn Bitcoin einfach oder eine andere Kryptowährung leergeräumt wird oder sowas in die Richtung, gerade bei den kleineren, die vielleicht nicht die guten Sicherheitsmechanismen haben, dann ist es halt einfach weg und sowas. Also das sind schon unterschiedliche Profile, Risikoanlageprofile, technische Profile und darüber sollte man sich einfach ein bisschen bewusst sein. Und damit soll es das gewesen sein bei dem Video. Ich werde noch, glaube ich, trotzdem einen kleinen Teil 4 machen, wo ich jetzt mal diese inneren Faktoren anhand von Nvidia mal durchdeklinieren werde. Das war's, bis zum nächsten Video und Links unter dem Video. Tschüss!